Servus und zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Duel of Champions. Wir machen ein neues Turnier und ich möchte auch mal wieder Back to the Roots spielen. Also ein nekrotisches Deck. Jetzt zeige ich mal, was ich da jetzt mit zusammengebastelt habe. Ich habe einmal Ariana als Heldin genommen. Mondphönix habe ich rein, Seuchenskelett viermal, Mondseitenskelett dreimal. Fallenstellerspinne einmal, Vampirritter vier. Vier Seuchenzombies, vier Namtarus, drei Erzlich, einmal Seelenverzehrender Lich, Fäulnis Speier zweimal, Fäulige Lamasso viermal, Leben der Nachtmar einmal. Als Removals habe ich zweimal Erdbeben, zweimal Mondseidenfesseln, um auch schöne Markierungen auf Kreaturen zu bringen, um sie dann mit meiner Fähigkeit loszuwerden. Ansteckung wirkt in etwa genauso. Insektenschwarm für Mass Removal, verwelken, um große Kreaturen loszuwerden oder beziehungsweise untauglich zu machen. Seelenräuber, um sie generell loszuwerden. Woche des Wissens und Feierlichkeiten, weil ich auf Ereignisse nicht wirklich baue, außer vielleicht ganz am Anfang. Ich möchte mal schauen, wie so ein Deck funktioniert. Das habe ich ja so im Prinzip aus anfangs immer gespielt in der niedrigen Elo. Und mal schauen, ob das überhaupt Chancen hat, im Turnier irgendwas zu reißen. Wir suchen unseren Gegner. Das ist also so eine Art Control-Ariana. Ziemlich viele Marken, die ich damit spielen kann und ein paar hässliche Kreaturen. Jetzt brauchen wir bloß Gegner, die gegen uns antreten. Und gegen die wir vielleicht eine Chance hätten. Ein Keltor. Da sind wir zu... Nein, zu langsam sind wir eigentlich nicht. Geht eigentlich. Dann hauen wir mal... Nichts raus. Insektenschwarm in der nächsten Runde kommt. Wir kassieren zwar extra Schaden, aber was soll man machen? Okay, drei Karten hat er jetzt verloren. Im Austausch für eine einzige. Finde ich gut. Immer ein paar beefige Kreaturen, falls er auch was Beefiges spielen möchte. Und wir können uns gewiss wehren. So, dann spielen wir ihm doch mal so einen Erzlisch in den Weg. So, doch mit dem Spielen. Zur Not, falls er irgendwas Hässliches spielt, kommt Verwelken ins Spiel. Gut. Anhaltende Zauber zerstört ist. Puh. Das hat er wohl nicht bedacht, dass er einen Schaden bekommt. Jetzt geht erstmal seine kaputt, ohne dass ich irgendwas verloren habe. Und ich beginne mit meinem Spiel. Ich beginne jetzt am besten erstmal mit einer Fallenstellerspinne und einem Mondseitenskelett. Und ich ziehe eine Karte. Eine Steigerung von Stärke oder... Magie ist gerade nicht notwendig. Auf den beiden Lanes verkrüppel ich jetzt Kreaturen, wenn sie ausgespielt werden. Kriegszelt. Ist okay. Wenn er jetzt nochmal zwei Schaden draufkriegt, dann kriegt er zwar meine los, aber... Ja, was machen wir dann? Verwelken wäre dann gut.
Für einen Feuerball reicht es gerade nicht. Okay. Ein Insektenschwarm ist jetzt gerade auch blöd. Ich könnte extra Schaden machen. Und dann... habe ich, glaube ich, meinen Lich geopfert. Egal. Das ist schon verzweifelt. Ein Pao ausspielen und er tötet den nicht mal. Ja, so ein Pecherbau. Und jetzt noch einen Wirbelsturm verwenden müssen. Eieieiei. Dieser Keltor-Spieler hat Probleme. Das freut mich. In der tiefsten Seele freut es mich. Ja. Wie töten wir den? Den töten wir... Boah. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich kann 3, 3. Ich sollte ihn wirklich verwelken. Dafür habe ich's ja. Okay, dann erhöhe ich noch meine Stärke, weil 5 ist mein Maximum an Stärke, was ich oder Macht. Was ich im Deck habe, da kann ich wunderbar alles Mögliche spielen. Oh, warte mal. Zerstöre. Eieiei, der kann ja den Zauber zerstören. Das ist ja blöd. Oh, das hat er, glaube ich, nicht selbst bemerkt. Na, das ist ausgezeichnet. Du bist weg? Wie werde ich dich dort unten los? Es gibt Möglichkeiten. Ist die weg? Und damit... Oder... Ach komm. Mach mal sie useless. Wenn er schon nicht bei der ersten wusste, dass es klappt, dann weiß er es bestimmt auch nicht bei der zweiten. Ein Blitzschlag. Tatsächlich, das hat er wirklich nicht gecheckt. So, die ist tot. Die mit Furcht kommt jetzt hier hin. Und ich ziehe noch eine Karte. Ein neuer Insektenschwarm. Ich verbreite zu wenig Marken, finde ich. Psi-Orange, Psi-Orange. 13. Feindzauberschutz. Dafür ist mein Giftspeier da. Voll eine Speier. Traumwebe. Naja. Gibt bedeutsam Schwierigeres. Dann, wie werde ich dich los mit einem vollen Speier? Der ist jetzt auch weg.
Und ich bringe jetzt auch noch die Namtar. Nein! Warum nicht? Oder Namtar, oder kann ich... Wobei, der könnte... Ja, der hat einen Feuerball. Den wird er wahrscheinlich jetzt einsetzen, um meinen Hundi kaputt zu machen. Oder meinen Lich. Aber er wird nur einen erwischen. Und hebt garstige Kreaturen auf der Hand noch in der Reserve. Ausgesprochen dankbar bin ich dir. Der mit Feindzauberschutz zerstört mich ein bisschen. Da habe ich Glück, dass ich die Spinne hatte. Wow. Der gräbt jetzt noch Antworten. Der gräbt aber extrem nach Antworten. Das ist schade. Was? Auf den? Ich hätte jetzt eher den gedacht. Oh. So nötig hattest du's? Okay. Das ist in Ordnung. So, er hat nur noch drei. Dem sollte ich irgendwas in den Hintergrund stellen. Hier ist so ein. Dann kann ich einen Namtaro hier hinsetzen. Und ich kann ihn töten, weil er Zündmarkierung hat. Ach ja, wunderbar. Das habe ich ja ganz vergessen. Das ist ja wunderbar. Tja, Kelter, deine Fähigkeit ist auch meine Fähigkeit. Bloß, ich glaube, zu meinen Gunsten. Ja, das ist schön. So ein Ogre. So ein Zyklop. Die sind beefy. Ja, das stimmt schon. Aber mehr als das sind sie dann auch nicht. Das Infektion 2. Das ist jetzt blöd. Dann hauen wir es so raus. Und nee, wir hauen nichts weiter raus. Du kannst ja mich angreifen mit deinem Ogre. Nein, lieber nicht. Tot. So. Kein Feuerball erwischt mich. Und wenn, dann tut er mir nicht sehr weh. Ich frage mich, ob das ein guter oder ein großer... Er hat aufgegeben. Ob das ein großer Keltor-Spieler wäre. Oder war es ein Anfänger? Das würde ich jetzt gern wissen. Ah, meine Elo ist, glaube ich, nicht gestiegen. Schade. Aber das war ein schönes Spielchen. Kelter zu besiegen macht immer Spaß. Und das Deck, ja, zumindest ist es Kelter-approved. Muss man bloß schauen, ob es auch so weiterhin ist. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.